Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Trials Rising. Ja, ihr seht richtig. Ich habe nämlich eine Weile überlegt, was ich bringen soll als Video. Und da dachte ich mir, come on, da machst du Trials Rising. Hast du letztens im Stream gespielt, hat Spaß gemacht. Und vielleicht habt ihr ja Bock drauf, wenn ich einfach so ein paar Strecken mal wieder fahre. Einfach mal so random-mäßig, so für zwischendurch. Ne? Deshalb spielen wir hier gerade die trendigen Strecken und irgendwie sind hier diese TOTC-Strecken gerade alle voll im Trend und deshalb schauen wir da mal rein, würde ich mal sagen. Und wenn ihr mehr Trials Rising Videos sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und zeigt es mir, dass ihr Bock habt auf diese Videos, auf diese Art von Videos. Auf Trials Rising. Weil ich habe gemerkt, irgendwie ist so gesehen nicht... Oh mein Gott, also er kommt auch mal von vorne. So gesehen nicht viel passiert irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass da kaum Strecken, neue Strecken dazukommen, die cool sind, muss man dazu sagen. Wow, passiert hier. Und so von Ubisoft-Seite, glaube ich, kommt da auch kaum was, aber ihr könnt mich gerne irgendwie berichtigen, ne? Oh shit. Oh shit, es geht unten weiter. What? Ja, super schlecht. Und jetzt? Achso. Oh. Ich habe versucht im Stream ein paar blaue Eicheln zu farmen. Und da wurde mir gesagt, hey, mach einfach diese ganzen Aufgaben, die du da bekommst. Diese Sponsorenaufgaben hier, mach 50 Mal ein Vorwärtssalto oder so. Und wenn du es halt oft genug von irgendeinem Sponsor das machst, dann kriegst du irgendwann eine Aufgabe, wo du halt... Ja komm, ich gebe immer einen Daumen hoch, Mann. Wo du halt deine Eichel bekommst. Eine blaue Eichel. Ja, oder 5 oder so, keine Ahnung. Das habe ich ja gemacht. Aber... Da waren, ich glaube, so ein, zwei neue Pakete mit so neuen Strecken oder so, habe ich, glaube ich, gesehen auf der Weltkarte. Aber sonst? Eher mau. Ich habe das Gefühl, dass es eher so, jo, das Spiel wird eher liegen gelassen jetzt. Kam wahrscheinlich nicht so gut an, wie erhofft. Deshalb kommt da nichts mehr so großartig. Ist ja klar, weil ich finde, es ist teilweise halt echt noch nicht fertig irgendwie oder nicht durchdacht. Was ich beschwere mich ja schon seit Anfang an irgendwie über die Streckenzentrale. Ich will ja auch mal sagen, dass ich da jetzt Platin bekommen habe, verdammt. Ja, richtig. Yes! Dass die Streckenzentrale einfach nicht gut durchdacht ist. Das sag ich jedes Mal. Das war schon bei Fusion so. Und das ist auch hier bei Rising so. Wobei bei Fusion geht es sogar noch ein bisschen besser. Oha, eine Extreme. Trauen wir uns daran? Ja. Redamentis. Shipwreck Bay. Okay, also man schadet unter Wasser, glaube ich. Ja, natürlich. Na, komm doch mal. Ja, klar. Komm, ey. Uah, es fängt schon gut an. Warte. Oh. Profi. Dynamit. Als ob... Tja. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Profi-Spieler und so, ne? Also hier, bitte erwartet nicht zu viel. Oh shit, das war dumm. Ja, komm mal, ganz langsam einfach. Oh, das sind zwei unten. Muss man aufpassen. Ein bisschen mehr Schwung.
Ja, easy. Wo war da? Da die Herausforderung. Hopp. Ich glaube. Ach, da muss man ganz kurz bremsen, damit das Hinterrad wieder auf die Fläche kommt. Jo. Okay, ich glaube, das muss man einem machen, oder? So. Ja, easy. Oh, für die Fans? So. Und ich habe das Gefühl, dass Trials so zum größten Teil aus der YouTube-Szene verschwunden ist. Also ich bin jetzt auch nicht so drin im Game, um zu sagen, dass da wie viele da das irgendwie streamen, aufnehmen, zeigen, let's play, was auch immer. Er wohnt sich dahin. Oh mein Gott, von Fass zu Fass. Aber so die Peets haben das schon ewig, glaube ich, nicht mehr gemacht. Also ich habe es zumindest nicht mehr gesehen bei denen. Und Dalu, also Dalukart, hat es auch schon ewig, glaube ich, nicht mehr gespielt. Ja, das schaffe ich. Komm schon, zieh doch hoch! Oh! Er sagt runter, wir gehen runter. Oh, Gott sei Dank hat sich die Kamera ein bisschen gedreht. Ja, natürlich. Na, das war dumm. Ich hätte es nämlich auch so geschafft. Hey, Alter, dass mich das jetzt hier auffällt. Was soll das? Nein, ich bin so dumm, ich hab's nicht richtig gesehen. Habt ihr es gesehen? Oh Gott. Oh, Ohr gerettet? What the fuck? Wieso mache ich das? Pop. Hä? So, meine Güte. Was? Da kriegt man so viel Schwung hin? Ah ja, tatsächlich. Raus aus dem Wasser. Oh, wie man hochgeworfen wird. Oh. Okay, danke. Nein, nicht dein Ernst, ich hab's nicht gekriegt. Yes. Ha. Komm schon. Ich glaube, man müsste, um mit Trials irgendwie noch coolere Videos zu machen oder sowas, die vielleicht interessanter sind, müsste man vielleicht sogar, also so ein Superfahrer sein, der halt die Ninja-Strecken macht und so. Aber dafür fehlt mir halt echt irgendwie der Skill und die Zeit, Mann. Habe ich so lang gebraucht. 8 Minuten. Jorge. Aber war an sich eine gute Strecke. Dankeschön. Schön gemacht. The Lost Pirate. Das hat alles irgendwie so Pirate. So Piraten-Flair, ne? Wir dürfen nur die Mantis nehmen. Dann nehmen wir auch nur die Mantis. Mantis. Baumi Twitch. Guck mal, wie geil. Und das sind hier selbstgemachte Strecken, Mann, oder? Von der Community. Ah, jetzt geht's los, endlich. Kraken ausgekotzt. Ja, Mann, Kraken, danke es mir. Junge, Kraken! Ich sehe nichts durch dein Gespucke hier.
Hey, wie kommt ihr da so schön drauf? Ah, okay. Oh! Oh! Ich hab's doch geschafft. Was willst du? Jaha! Ja, das schaffe ich nicht. Skelette! Ist runter? Ja. Für die Fans? Oh, nicht hinfliegen. Auch wieder unter Wasser. Oh! Oh! Bambuselt, ich wusste nicht, wo lang es geht. Alright. Also ich denke, fürs neue Trials, falls es eins geben sollte. Was passiert hier? Ich stehe da hinten rum, Mann. Bitte was? Ja, und jetzt? Ja, natürlich, ich muss mal wieder von neu anfangen. Ja, klar! Oh no! Man kann nach unten lang. Oh yeah! Nein, kann man nicht. Also fürs neue Trials müssen sie ein paar Sachen besser machen. Multiplayer direkt einbauen. Also einen lokalen. Das heißt lokalen, privaten meine ich. Sorry. Der ist ganz wichtig. Einen funktionierenden öffentlichen Multiplayer. Der auch ein bisschen Sinn ergibt, finde ich. Der jetzt drin ist, der ist irgendwie. Ja. Hätte man irgendwie auch weglassen können, finde ich. Bin ich da jetzt runtergefallen, dass ich da so abgekackt habe? Hier, glaube ich, kann es sein? Ja. Und ganz wichtig, ey, eine funktionierende Streckenzentrale. Nicht so komplizierte Kacke, dass du erst irgendwie eine Strecke auf Favoriten setzen musst. Dann gehst du zurück aus der Streckenzentrale und dann gehst du erst in den privaten Multiplayer und wählst dann die Maps aus, die du vorher in der Streckenzentrale auf Favoriten gesetzt hast. Das ist doch dumm! Das ist doch absolut dumm! Warum ist das hier so schwer? Wieso kann ich nicht in der privaten Multiplayer-Lobby auf die Streckenzentrale zugreifen? Direkt. Und dort die Maps auswählen. Und man müsste auch viel einfacher sehen können, dass man diese Maps bereits gefahren ist. Es ist, glaube ich, wenn ich Strecken auswähle für eine private Multiplayer-Lobby und dann fahre ich die. Oh Mann. Kann ich nur erkennen, dass ich diese Strecke gefahren bin? Oh, ich bin so dumm, Alter. Indem ich quasi auf die Strecke draufgehe und sehe, ob ich diese Strecke bereits heruntergeladen habe. Nicht. Ich bin so ein Idiot. Wieso habe ich das nochmal gemacht? Ah! Wenn ich die Strecke aber einfach so in der Streckenzentrale spiele, also ist quasi Singleplayer alleine, dann wird auf dem Thumbnail quasi angezeigt, ob ich diese Strecke bereits gefahren bin. Indem da diese Medaille oder halt, ja, ob ich jetzt Bronze bekommen habe oder so, wird angezeigt. Aber wie gesagt, nicht, wenn ich sie in der privaten Multiplayer-Lobby gespielt habe. Das finde ich ein bisschen umständlich. Und bitte beim nächsten Trials keine Urheberrechts. Also keine GEMA-Musik verwenden, bitte. Das wäre lieb, Ubisoft. Ich meine, ihr wisst doch, dass eure Spiele gestreamt werden und aufgenommen werden.
Mach doch wenigstens einen Streamer-Modus rein oder sowas. Schaffen wir das jetzt hier nicht? Ja, würde ich aber auch mal sagen. No way, what the fuck, ey, was... Hey, Davy Jones ist da hinten aufgetaucht. Yo. Hey, was zum... Schieß nicht auf mich, Mann. Hey, oh Mann. Nicht gesehen, wo lang ich muss. Oh yeah! Sehr gut. Ey, das ist eine ziemlich coole Strecke an sich. Oh, das war's. Oh Mann, ich dachte, es geht noch voll weiter. Irgendwie war die Leiste da nicht so. Minuten, Alter. Der macht's unter zwei. Der Boy Me Twitch. Cooles Drecke, Mann. Sagen, eine machen wir noch. Oh, die Skull & Bones eigentlich auch nicht schlecht, ne? Machen wir die da. Da 30 Sekunden für Diamant. Schaffe ich niemals. Aber okay. Hey, ich würde gerne auch mehr Videos machen irgendwie. Aber so nach dem Arbeitstag fühle ich mich irgendwie nicht so in der Motivation, noch ein Video zu machen oder mich hinzusetzen an den Rechner und dann halt quasi, ja, Videos zu machen. Ob es jetzt ein Let's Play ist oder zu streamen dann. Bei Stream geht er noch meistens. Aber dann so ein Video. Oh nein, ich brauch's schon. Fehlt mir ein bisschen so die Motivation. Oder auch die Energie. Ich habe immer das Gefühl, ja, ich muss dann abliefern. Und ich denke mir dann immer so, oh Gott, das ist dann. Das Video ist. Nicht unterhaltsam, das guckt sich keiner an, das mag keiner. Deshalb setze ich mich gar nicht erst hin. Das war jetzt auch so wie mit dieser Folge jetzt. Ich habe einen kurzen Impuls bekommen, so, oh, ich könnte es ja Trials Rising machen. Den Rechner dann so auf, hochgefahren und dann dabei irgendwie dann so, ich habe wieder das Gefühl, oh, irgendwie lohnt sich das? Wird das unterhaltsam? Wird das witzig, das Video? Ich meine, es muss nicht unbedingt witzig sein, aber es muss unterhalten auf jeden Fall. Es muss irgendwie, ja. Da fehlt, weiß nicht, irgendwie das verloren. Das Mojo von früher verloren. Ich wünsche mir irgendwie die Tage von früher zurück. Aber ja, könnt ihr viele Gründe haben. Ich möchte jetzt auch nicht in Selbstmitleid irgendwie ertrinken und irgendwie Mitleid irgendwie. Oh shit. Und wie sagt man? Ja, ich möchte kein Mitleid haben. So. Auch ganz cool gemacht. Oh, und lang? Okay. Dann gehen wir unten. Perfekt, war das. Ach so, da oben lange. Nicht mal Gold, Mann.
Eine geht noch. Eine kleine Strecke geht noch. Und dann. Oh, mal eine ganz andere hier. Hier Lego. Lego geht immer. Jeder hat Lego gespielt. Jeder mag Lego. Lego ist einfach cool. Lego ist Kindheit. Lego ist Nostalgie. Lego ist zeitlos, würde ich sagen. Aber Lego ist auch arschteuer. Mittlerweile gibt es auch, glaube ich, ganz viele Alternativprodukte zu Lego. Die gab es früher so nicht. Oh Mann. Ich weiß nicht, wie es bei euch so war, aber ich hatte jetzt keine so krassen Lego-Bauten mit irgendwelchen Superfiguren. Ich hatte eigentlich so kleinen Kasten. So Schubdeckel, die quasi als Plattform für die Lego-Steine benutzt werden konnten. Und da waren halt so random Lego-Steine drin. Mehr hatte ich da jetzt auch nicht. Weil das war halt einfach, wie gesagt, zu teuer. Aber, hey, Mann. Ich hätte es gern gehabt. Ich glaube, mir hätte eher so das Bauen einfach allein Spaß gemacht. So. Das ganze Zeug hinstellen und bla. Ist okay, sieht cool aus manchmal. Aber ich glaube, das Bauen wäre für mich sogar eher das. Der Shit. Hätte ich mehr Spaß, okay. Jetzt, come on, was ist da los? Bin ich schon wieder hier, der Letzte? Mann, ey, komm jetzt! Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Lego-Sets ihr hattet. Würde mich mal interessieren. Aua. Und das ist das Ziel, denke ich. Oh, ach so. Kurz überlegt, ja, wie komme ich denn da oben drauf, Mann? Ja, Mann! Bronze, Junge. So muss es laufen. Easy. Easy. Okay. Leute, ich belasse es bei dieser kurzen Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen, mit dem Däumchen nach oben, mit dem Kommentar, hau mal noch ein paar Trials-Videos raus, ich würde mich da sehr, sehr freuen. Und dann mache ich das sehr, sehr gerne. Wenn ich sehe, dass da Leute Bock drauf haben, dann habe ich da Bock drauf und mach das. Dann, das motiviert mich, das haut meinen inneren Schweinehund um, meinen faulen Schweinehund, und ich mache wieder Videos. Also, haut rein, vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.